Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur leider nun schon letzten Sitzung der Ringvorlesung Leben in Zeiten der multiplen Krise. Heute freuen wir uns sehr, dass Ulrich Brandt hierher gekommen ist, um zu folgendem Thema zu sprechen: Postwachstum und sozialökologische Transformation, Wege aus der multiplen Krise. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, noch eine kurze Ankündigung für die Studierenden, die eine Prüfungsleistung erbringen, beziehungsweise oder genauer, die Klausur mitschreiben. Es hat sich nochmal etwas geändert und wir werden die aktuellen Informationen auch morgen nochmal hochladen, sodass Sie das auch nur nochmal nachlesen können. Aber Sie finden hier schon mal die Informationen dazu, dass die Anzahl an Texten nochmal eingegrenzt wurde auf die 5, die dort stehen. Alles andere sollte entweder bekannt sein oder aber wird dann morgen noch hochgeladen. Genau, also da morgen nochmal nachschauen. Nun tatsächlich wieder zurück zur Ringvorlesung. Wir sind, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, im dritten Block. Das heißt, es geht um verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um Handlungsoptionen und Perspektiven von Wegen aus der Krise. Also Versuche, die multiple Krise oder einzelne Krisen zu bewältigen. Und da das nun die letzte Sitzung ist, bildet diese Vorlesung natürlich ein bisschen den Abschluss. Und da passt es ganz besonders gut, dass heute Ulrich Brandt hier ist und seine Analyse einer möglichen Transformation darstellt, weil er versucht, verschiedene Aspekte zusammenzubringen. Dabei geht er nicht nur auf verschiedene Konzepte ein, die wir schon angesprochen haben, sondern weitet den Blick auch noch einmal, denn wie der Titel des heutigen Tages schon sagt, wird es auch unter anderem um Wachstum bzw. Postwachstum gehen und um nicht nur eine soziale Transformation, sondern eben auch eine sozial-ökologische Transformation. Wenn man sich die Vorlesung, wie sie bisher abgelaufen ist, anschaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass uns vielleicht die ökologische Krise oder so nicht so ganz so wichtig ist, weil sie erst zum Schluss kommt. Dem ist natürlich nicht so. Ist leider auch einfach dem Umstand geschuldet, dass die multiple Krise als solche die Problematik mit sich bringt, das sieht man auch an der Politik mit einer gewissen Überforderung letzten Endes an dieses Thema herangeht, weil eine multiple Krise im Sinne einer Vielfachkrise eben das Zusammenkommen verschiedener Krisentendenzen bedeutet, quasi eine Verdichtung. Und trotzdem haben natürlich diese verschiedenen Krisen auch alle einen gemeinsamen Nenner. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen auch schon deutlich geworden ist hier in der Ringvorlesung, dass dieser gemeinsame Nenner eben in der aktuell vorherrschenden kapitalistischen Produktions- und Lebensweise beruht und dazu wird es dann auch später noch mehr geben. Diese kapitalistische Produktionsweise leitet auch dazu über, was Uli Brandt heute eben auch noch thematisieren wird, ist die Frage nach dem Wachstum. Und da hört man ja immer wieder von der bürgerlichen Ökonomie, dass die eigentliche Krise quasi das zu niedrige Wachstum ist, dass die Ökonomien des globalen Nordens seit den 1970er Jahren ja abnehmende Wachstumsraten haben und dass das irgendwie geändert werden muss. Gleichzeitig wird dabei allerdings auch verschwiegen, dass selbst das niedrige Wachstum, was momentan beispielsweise in Deutschland herrscht, immer noch relativ große externe Effekte hat, negativer Art auf Umwelt wie auch Menschen. Und zudem ist natürlich auch die Frage, ob ein größeres Wachstum bei der aktuellen Politik überhaupt zu einem besseren Ergebnis führen würde. Und gerade deshalb ist es wichtig, ökologische und soziale Aspekte zusammenzudenken und das ist eben etwas, was Ulrich Brandt ganz besonders gut schafft. Zur Person: Ulrich Brandt ist sowohl Wissenschaftler als aber auch aktiv in verschiedenen Kontexten darüber hinaus. Er arbeitet vor allem zu Fragen der kapitalistischen Globalisierung, aber auch zu internationalen Ressourcen- und Umweltpolitik mit einem Schwerpunkt auf Lateinamerika. Dabei hat er einen sehr vielseitigen beruflichen oder wissenschaftlichen Hintergrund. Er hat nämlich nach einem Diplom in der Betriebswirtschaft und einer Ausbildung als Hotelfachmann noch das Studium der Politikwissenschaften
und der Volkswirtschaftslehre angeschlossen, auch mit Diplom beendet und dann tatsächlich auch in der Politikwissenschaft promoviert. Und dann, deswegen freuen wir uns auch nochmal mehr, dass er hier ist, hat er auch eine Station in Kassel gehabt, von 2001 bis 2007 war er hier FB05 im Bereich Globalisierung und Politik, wissenschaftlicher Assistent. Und hier hat er auch sich auch habilitiert zum Thema der politischen Form der Globalisierung. Und seit 2007 ist er inzwischen in Wien als Professor für internationale Politik und war dort in Wien unter anderem auch Leiter des Instituts für Politikwissenschaft. Wie gesagt, er ist auch darüber hinaus aktiv, so war er beispielsweise von 2011 bis 2013 Mitglied der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die vom Bundestag einberufen wurde, ist im Kuratorium des Instituts Solidarische Moderne und in verschiedenen wissenschaftlichen Assoziationen, wie beispielsweise der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, AKG. Darüber hinaus hat er unzählige Publikationen verfasst, auch immer mal wieder in Tageszeitungen oder Wochenzeitungen mit Artikeln dabei. Und da möchte ich jetzt nur einen Artikel herausgreifen, den er publiziert hat. Ansonsten würde ich Sie einfach bitten, meinen Namen Ulrich Brandt und Ihr Thema, das Sie interessiert, bei Google einzugeben. Da finden Sie ganz viele öffentlich zugängliche Texte. Was ich empfehlen möchte, ist ein Aufsatz, den er zusammen mit Markus Wissen geschrieben hat, und zwar zur sozial-ökologischen Krise und imperialen Lebensweise, zur Krise und Kontinuität kapitalistischer Naturverhältnisse. Und das ist in dem Band, den ich insgesamt auch loben kann, erschienen, Vielfachkrise von Alex Demirovic, herausgegeben 2011. Genau. Zusätzlich, last but not least, ist er auch noch seit 2011 Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. So, jetzt habe ich auf jeden Fall lange genug gesprochen und wie gesagt, wir freuen uns sehr. Und lieber Brandt, dass du dir das auch in der Stage hier aus. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und Einleitung. Und herzlich willkommen. Station hört sich immer so an, als wenn das alles geplant war. Das war es natürlich nicht, als ich hier die 6 Jahre war. Und es war eine wunderbare Zeit, wissenschaftlich, menschlich, politisch. Und ich freue mich wirklich, hier heute in Kassel zu sein. Bin auch zum ersten Mal hier in dem neuen Vorlesungsgebäude und so viele auch Gesichter zu sehen, die ich kenne und die ich gern sehe. Herzlichen Glückwunsch auch der Vorbereitungsgruppe für diese wunderbare Vorlesungsreihe. Ich habe im Oktober zugesagt, als ich die Anfrage bekam, gedacht, naja, Februar ist super, dann ist in Wien das Semester vorbei und die letzten Tage, die ich mit der Vorbereitung angefangen habe, wurde mir ein bisschen klamm, weil ich gemerkt habe, es ist der letzte Vortrag und dann auch noch mit diesem Übertitel, der ja sozusagen suggeriert, alles zusammenzufassen, da muss ich Sie gleich enttäuschen. Das werde ich nicht schaffen. Ich möchte allerdings, wie angekündigt, ein paar Überlegungen anstellen. Was ist nun nochmal, was sind Zugänge zur Krise, die etwas weiter ist als in anderen Einheiten? Und wie können wir diesen Begriff der multiplen Krise genauer begreifen? Aber es sind Überlegungen. Ich habe hier keinen abschließenden Kommentar oder Ähnliches zu der Ringvorlesung. Zweitens ist die Frage der Perspektiven, das wird der zweite Teil meines Vortrags sein, oder Alternativen. Letzte Woche war Friederike Habermann da, die ja sozusagen ganz viel auch empirisch gezeigt hat, was als Alternativen auch stattfindet. Und trotzdem geht es mir so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde, dass sozusagen kritische Perspektiven in der Gesellschaft schon auch eine gewisse Sprachlosigkeit haben. Also was im letzten Jahr passiert ist, man kann immer wieder sich auch Hoffnung machen über die Alternativen, aber das, wir haben das als AKG, als Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, für eine Tagung mal das Brückenjahr 2015 genannt. Sie erinnern sich, vor einem Jahr hat Syriza gerade in Griechenland die Wahl gewonnen. Podemos in Spanien war relativ hoch bei den Umfragen. Und dennoch war dieses Jahr, das letzte Jahr, ein ziemlich brutales, ernüchterndes Jahr und nicht besonders voller Alternativen, wenn man mal von der großen Solidarität mit den Flüchtlingen absieht. Aber auch da verändert sich ja einiges. Also ich versuche natürlich Alternativen vorzustellen, aber ich würde eher sagen, also ein bisschen bescheidener, was sind Ansatzpunkte einer Politisierung der vermeintlichen Alternativlosigkeit? Oder Ansatzpunkte einer Politisierung der Alternativen, die nur nach rechts oder ins Rechtsextreme gehen. Ich hoffe, dass ich Sie damit nicht mit Ihren Erwartungen enttäusche.
Und das werde ich um die Themen machen, Postwachstum und sozial-ökologische Transformation. Möchte aber im ersten Teil noch mal ein paar begriffliche Überlegungen anstellen und dann auch noch mal einen Begriff, der bereits gefallen ist, nämlich der imperialen Lebensweise. Warum unter anderem, nicht als einen Punkt, Sie haben ja in den anderen Vorlesungen schon viele andere Punkte, Finanzialisierung, die Kräfteverhältnisse, die ganz stark über die Finanzmärkte organisiert und gesteuert werden, thematisiert. Ich möchte noch mal kurz auf diesen Begriff der imperialen Lebensweise eingehen. Und dann im zweiten Teil die Frage von Postwachstum, warum ist der Begriff aus meiner Sicht wirklich interessant, weil ja sozusagen quer durch das politische Spektrum alle sich die Lösung der aktuellen Krise eben von drei Forderungen oder von drei Gegebenheiten erwarten, nämlich Wachstum, Wachstum, Wachstum und was ist aus meiner Sicht der zentrale oder interessante Stachel des Begriffs Postwachstum oder Degrowth. Ich verzichte auf theoretische Verweise als Kassler, der hier im Bereich Globalisierung und Politik gearbeitet hat, ist es unschwer, dass ich mich auf eine neogramscianische Theorie, eine kritische Gesellschaftstheorie, Regulationstheorie beziehe und dann auch auf die politische Ökologie. Ich gehe da gerne in der Diskussion drauf ein, lasse das aber jetzt im Vortrag. Ich hatte noch ein Buch bestellt, das leider nicht ankam vom Verlag, ein ABC der Alternativen. Ich werde es am Ende dann auf der letzten Folie haben, aber wir können sicherlich organisieren, wenn Sie wollen, dass Sie an dieses Buch kommen. Viele, die hier im Raum sind, haben auch dazu beigetragen. Das ging mal darum, Stichworte zusammenzutragen, eben doch zur alternativen Diskussion. Also mein Vortrag. Erster Teil, noch ein paar analytische Überlegungen. Wie können wir die Krise verstehen? Natürlich dann organisiert um den Begriff der multiplen Krise. Was sind dominante Formen der Krisenbearbeitung? Da gehe ich an einem Teil relativ rasch durch, weil Sie das in den anderen Vorlesungen gemacht haben. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz den Begriff der imperialen Lebensweise konturieren. Im zweiten Teil, was sind aktuelle Debattenerfahrungen, auch da organisiert, um den Begriff Postwachstum, sozial-ökologische Transformation, das ist die Abkürzung SÖT, hat nicht in die Zeile gepasst, wenn ich es ausschreibe. Und meine These wird sein im zweiten Teil, dass gerade die Bearbeitung der multiplen Krise damit einhergehen könnte, in der Gesellschaft konzeptionell, aber auch sozusagen in den Alltagspraktiken ein anderes Verständnis und andere Form von Wohlstand zu schaffen. Eben ein Wohlstand, das nicht eng führt auf Wachstum, auf kapitalistisch getriebenes Wirtschaftswachstum. Dann habe ich am Ende eine offene Frage, die mich umtreibt, und da wir ja hier auch ganz stark im Nord-Süd-Kontext diskutieren, möchte ich die am Ende stellen und dann eher ausblickende Überlegung, welche Rolle spielt eigentlich Wissenschaft in dieser Konstellation. Also einsteigend, der Fokus ist oft, ja auch hier in der Ringvorlesung, auf die Wirtschafts- und Finanzkrise und zwar nicht umsonst, ich gehe da gleich noch drauf ein, ab 2008 wird auch wirklich in der Gesellschaft über Krise gesprochen, obwohl man seit 20, 25 Jahren über die ökologische Krise spricht, aber das ist natürlich viel weniger angekommen, wenn man mal von den medial inszenierten Hyperpolitisierung von der Pariser Klimakonferenz absieht, ist ja die ökologische Krise, da weiß man was davon und das ist ganz schrecklich, aber sozusagen die Gesellschaft wurde richtig erschüttert natürlich mit der Krise 2008, da haben Sie genug gehört in den letzten Monaten. Und das möchte ich mit dem Begriff der multiplen Krise ein Stück kurz schließen, möchte aber dazu erst einige begriffliche Überlegungen zum Krisenbegriff anstellen. Und jetzt, ich hoffe nicht, dass ich Eulen nach Athen oder Wasser, wo auch immer hintrage, sondern dass das nochmal etwas hilft, auch die Vorlesung insgesamt zu sortieren. Das müssen wir dann in der Diskussion feststellen, ob Sie da Dissens haben oder ob Sie damit was anfangen können. Aus meiner Sicht hat Frigga Haug in einem Aufsatz im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus zum Begriff der Krise eine ganz interessante, einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Sie sagt, eine Krise ist, wenn das Gewohnte aus den Halterungen reißt und sie gleichzeitig eine Aufforderung darstellt, die Kräfte, also die gesellschaftlichen Kräfte, zu reorganisieren. Also das Gewohnte reißt aus der Halterung. Das Gewohnte war für die Immobilienbesitzer, die gerade in den USA Immobilien gekauft haben, monatlich zurückzuzahlen. Da ist das Gewohnte aus der Halterung gegriffen und die Lebensrealität hat sich umgestülpt, indem sie ihre Häuser verlassen mussten, 2007 folgende. Das Gewohnte reißt aus der Halterung, wenn die Arbeitslosigkeit hochschnellt, wenn die Reproduktion im Alltag nicht funktioniert und vieles andere, wenn Ersparnisse aufgelöst werden oder entwertet werden. Das ist der erste Punkt von Haug. Und der zweite, die Kräfte reorganisieren. Das heißt, gerade in kapitalistischen Gesellschaften, wo ja gerade bestimmte Kräfte, hochorganisierte Kräfte, nennen wir es mal das Kapital mit allen sozusagen Spannungen und Widersprüchen, natürlich in dieser Krise, und das haben wir 2008 folgende ja gesehen, ganz besonders viel
Energie aufwenden. Denken Sie an die Bankenkrise, wie die Bankenkrise in eine Staatsschuldenkrise überführt wurde, um eben sich mehr oder weniger schadlos zu halten. Können sagen, auch die Eliten haben es ja geschafft, in der Krise sich weitgehend schadlos zu halten. Also wenn es in kapitalistischen Gesellschaften auf der makroökonomischen Ebene zur Krise kommt, dann ist Alarmstufe rot. Dann wird gekämpft. Und zwar nicht nur von oben, sondern auch vom vermeintlichen unten, nämlich von den hochorganisierten Akteuren auf der beschäftigten Seite, auf der lohnabhängigen Seite, von den Gewerkschaften. Die sind schwächer, aber trotzdem in einer Gesellschaft wie Deutschland, Österreich relativ stark. Und so kommt dann beispielsweise die Abwrackprämie raus. Ja, die Abwrackprämie, also in der Automobilindustrie 2009 folgende, haben mit den Gewerkschaften die Unternehmensseite es geschafft, dass der Staat hochgradig subventioniert, dass man das gebrauchte Auto verkauft und mit 2500 Euro Zuschuss sich dann ein neues kauft. Ein, sozusagen, das ist wahrscheinlich schon Thema gewesen in der Ringvorlesung, eine männerdominierte, männlich strukturierte Branche, die Automobilindustrie, Zulieferindustrie, die natürlich in Deutschland eine große Rolle spielt. Also das sind die Kräfte, die sich reorganisieren. Erstmal die Vermögensbesitzer mit ihren Organisationen, die Banken, aber durchaus auch sollten wir die Gewerkschaften im Blick haben. Und das ist nicht als Schuldzuschreibung, sondern als Konstellation. Und dann kommen andere Dimensionen dazu, wie jetzt jüngst die Flüchtlingskrise. Ich würde es lieber immer in Anführungszeichen setzen, weil für wen ist das eine Krise? Die Krise, ich gehe gleich noch darauf ein, andere Aspekte. Aber erstmal möchte ich auf diesen Kern der Krise hinweisen, der nicht umsonst so ist. Wir sprechen in der Regulationstheorie, gramscianischen Theorie, dann von kleinen Krisen, also eher so konjunkturelle Krisen, oder von großen Strukturkrisen, also Krisen, wo sich kapitalistische Gesellschaften dann ganz grundlegend erneuern. Oder sogar von Formationskrisen, dass der Kapitalismus sich nicht erneuern kann, sondern dass er sozusagen dauerhaft krisenhaft bleibt oder vielleicht sogar eine postkapitalistische Formation entsteht. Und ein weiterer Aspekt, der mich interessiert, ich arbeite ja viel zu Nord-Süd-Verhältnissen, ist eine Dimension, aber die kann man auch auf Europa anwenden, den Aspekt der Krisenexternalisierung. Wir sehen ja gerade in einer Gesellschaft wie der Bundesdeutschen, dass es durchaus Mechanismen gibt, die natürlich von dominanten Akteuren vorangetrieben werden, aber auch gesellschaftlich bestätigt werden, die negativen Auswirkungen von Krisen oder auch Implikationen von Krisen woanders stattfinden zu lassen. Ja? Tendenziell eben in Griechenland oder wenn wir an den Klimawandel denken, die ökologische Krise wird auf die Zukunft verlagert. Krise heißt auch immer Deutungskämpfe. Auch das war sicherlich in der einen oder anderen Vorlesung Thema. Für wen und was sind Krisen? Wenn wir heute Krise sagen in der Öffentlichkeit, denken alle an die Wirtschafts- und Finanzkrise, aber wir wissen eben im Jahr 8 der Krise, dass das gerade regional sehr unterschiedlich ist, Stichwort Deutschland oder Griechenland, aber auch sozialstrukturell sehr unterschiedlich. Es wird interpretiert, ist es die Schuld der Individuen, sind es die faulen Griechen, also das sind wichtige Dimensionen der Krise. Und dann natürlich auch, wenn das plausibel ist, was ich gerade gesagt habe, dass sozusagen politisch-ökonomische Verhältnisse im Kern und vor allem Klassenverhältnisse, Kapitalverhältnisse, sozusagen, wenn die krisenhaft werden, besonders stark agiert wird, dass dann es durchaus zu einer Priorisierung der Krisendimensionen kommt. Also die Wirtschaftskrise soll, das ist die Überleitung natürlich dann zu meinem nächsten Teil, soll über Wachstum bearbeitet werden. Ja? Vielleicht auf dem Rücken der Natur, Finanzialisierung der Natur ist dann ein Begriff, der immer wieder auftaucht, also sozusagen eine weitere Vernutzung von natürlichen Ressourcen, von Senken, damit der Wachstumsmotor wieder anspringt. Und vieles wird entnannt, wenn wir über Krise thematisieren. Steffi Wöhl hat das sicher angeführt, Geschlechterkrise oder Sonja Buckel, wenn es um Flüchtlinge, Migration geht, dann ist das erstmal eine Sonderkrise. Das hat erstmal, man bemüht sich gar nicht um den Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich schließe den Teil ab und möchte Frigga Hauck hier nicht ganz ihre Definition durchgehen lassen, weil ich denke, dass gerade bei der ökologischen Krise es nicht so ist, dass die Haltegriffe heute hierzulande sozusagen nicht mehr greifen, dass das Gewohnte aus der Halterung greift, sondern, und daran sollten wir festhalten, wir sprechen auch von ökologischer Krise, obwohl sich für viele Menschen in unserer Gesellschaft erstmal gar nicht so viel negativ verändert. Ich bin gestern durch Österreich gefahren und da gibt es jetzt keinen Schnee in den hohen Lagen, wo es sonst immer Schnee gibt, dann sagen manche, es ist der Klimawandel, aber dass man nicht Skilaufen kann, ist natürlich was anderes als Trockenheit, Überflutung in anderen Weltregionen. Aber meine These wäre, dass wir Frigga Hauck und diese Idee, das Gewohnte greift aus der Halterung, nicht unbedingt für die ökologische Krise verwenden können. Und trotzdem halte ich Ihre Perspektive für sehr fruchtbar.
Jetzt möchte ich ganz kurz im zweiten Schritt eine Zeitdiagnose wagen. Den ersten Teil kann ich kurz machen, das haben Sie in den ersten Einheiten hier gehabt. Und dann nochmal drauf kommen, wie wird die Krise bearbeitet? Oder dann die zweite Frage, warum geschieht trotz der stark diskutierten Krise eigentlich relativ wenig? Die multiple Krise, das deutet der Begriff an, ist natürlich die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Es ist die Energie- oder heute muss man sagen Energiepreiskrise, die sich in Lateinamerika auskennen und Venezuela verfolgen, kriegen mit, dass das Sinken des Ölpreises von weit über 100 Dollar pro Fass auf jetzt, glaube ich, 30 oder knapp unter 30 dramatisch ist für ein Land, in dem 95% der Exporteinnahmen aus dem Öl kommen. Könnte man andere Länder analogisieren. Ökologische Krise hatten wir gerade mit der Pariser Klimakonferenz und anderem. Die Flüchtlingskrise, auch da die Frage für wen, Zwang zur Migration, das war Thema. Aber auch die vielen Alltagskrisen, die, wenn sie sich verdichten, wenn beispielsweise Burnout oder wenn Ausgrenzungsprozesse gesellschaftlich relevant werden, auch dann ist es eben für viele Menschen, für einen relevanten Anteil in der Gesellschaft, sind es Krisenerfahrungen, die wir erstmal ernst nehmen müssen und die natürlich mit der Wirtschafts- und Finanzkrise zusammenhängen, aber damit nicht kurzgeschlossen werden können. Wir erleben eine Krise der sozialen Reproduktion, Krise der Geschlechterverhältnisse. Steffi Wöhl ist sicher darauf eingegangen und was wir nicht vergessen sollten, ist, wir haben auch eine Krise der politischen Repräsentation. Das, was wir am 13. März vielleicht in drei Bundesländern hier an Wahlen erleben werden, also den Aufstieg der AfD, das kann man ein Stück weit natürlich auch als Krise der politischen Repräsentation interpretieren. Jetzt komme ich zu einem Teil, wo ich selber weiter überlege. Wir hatten gestern ein Seminar geplant, hier auch mit fürs nächste Wintersemester, hier auch mit Kassel und anderen Universitäten und wollen diese multiple Krise auf der konkreten Ebene genauer verstehen. Und gesagt wurde bereits in der Einleitung, natürlich ist der Zusammenhang, wenn wir uns alle Teilbereiche ansehen, in ihrer Ungleichzeitigkeit, in ihren auch Eigenlogiken, hängt es natürlich, wie gesagt, damit zusammen, dass es zu einer, ja, ich würde nicht nur sagen Krise des Kapitalismus, sondern zu einer Krise des neoliberalen Kapitalismus kommt. Also einer Krise, das, was wir in den Sozialwissenschaften als Postfordismus bezeichnet haben. Der Begriff war immer unglücklich und ein bisschen schräg. Aber eine Krise, die erstmal dazu führte, dass ab den 70er Jahren, 80er Jahren eine Krisenlösungsstrategie die Liberalisierung der Finanzmärkte zur Liberalisierung der Finanzmärkte führte und tendenziell zur Überakkumulation. Christoph Scherrer hat das hier ausgeführt, zu einer tendenziellen Schwächung des Sozialstaats, auch sehr ungleichzeitig in verschiedenen Regionen. Also, meine Überlegung wäre, dass wir, das müssen wir dann durchbuchstabieren, das müssen wir dann richtig erforschen, dass durchaus die verschiedenen Krisendimensionen damit in Zusammenhang gebracht werden können, dass die neoliberale Globalisierung, der neoliberale oder sich neoliberalisierende Kapitalismus in verschiedenen Regionen in die Krise kommt und wir aber auch die verschiedenen Bereiche, auch die Umweltkrise hat etwas mit der Neoliberalisierung des Kapitalismus zu tun, hat etwas mit Globalisierung zu tun, weil natürlich offensichtlich ist, dass im Globalisierungsprozess die Schwellenländer enorm viel Ressourcen verbrauchen, enorm viel senken, also Bindung von Emissionen wie Wälder und Ozeane vernutzen. Das hat etwas mit der kapitalistischen Globalisierung zu tun. Ganz angedeutet jetzt, bitte. Und das Zweite wäre auch, darauf würde ich bestehen, dass die aktuelle Krise auch eine Krise, man sagt dann ökologisch, ich fasse es mal ein bisschen komplizierter, des industriellen, fossilistischen, kapitalistischen und imperialen der Produktions- und Lebensweise ist. Auch das wurde gesagt und da ist der Band von Becker et al. Zur Vielfachkrise wirklich gut. Also auch diesen Zusammenhang müssen wir herstellen. Auch die fossilistisch-industrialistische Produktions- und Lebensweise gerät in manchen Bereichen in die Krise. Und das müssen wir uns genau anschauen, was das bedeutet. Und gleichzeitig, das ist jetzt so aus meiner Sicht das Schwierige, das Verwirrende, ist diese Lebensweise, diese Produktionsweise hat durchaus starke Stabilitätsmomente. Es kracht ja nicht alles zusammen hier in der Krise, sondern in bestimmten Regionen, in bestimmten Weltregionen, in Griechenland, woanders, klappen die Konsummöglichkeiten von Menschen zusammen, aber in anderen Ländern nicht. Und Deutschland ist ein gutes Beispiel. Also diesen Zusammenhang genauer zu verstehen, dass die fossilistisch-kapitalistische Produktions- und Lebensweise durchaus krisenverursachend ist, und zwar nicht nur im Ökologiebereich, sondern ich denke auch in der Unkontrollierbarkeit von
von Finanzmärkten und von anderen, dass aber gleichzeitig diese sich auch universalisierende, also in die Schwellenländer ausdehnende kapitalistische Produktions- und Lebensweise durchaus auch krisenvermindernd ist oder die Krise eben im Alltag von vielen Menschen nicht so ankommen lässt. Das ist aus meiner Sicht die auf einer sehr allgemeinen Ebene die Ambivalenz, die Doppeldeutigkeit, die man sich dann genau anschauen muss. Ja? In welchen Ländern, in welchen Regionen findet die Krise stärker statt als woanders? Dominant ist weiterhin, trotz der Krise der neoliberalen Globalisierung, die neoliberale Krisenpolitik, das muss ich ja nicht ausführen, Stichwort Austeritätspolitik, Entdemokratisierung, die Verängstigung von Menschen in Gesellschaften. Neoliberalismus heißt ja auch zunehmende Konkurrenz, geht aber auch einher mit Entpolitisierung, Passivierung und dass es durchaus, würde ich sagen, heute schwer ist, auch grundlegenden Alternativen Gehör zu verschaffen. Jetzt habe ich mich warm geredet. Und dann möchte ich auf einen Punkt kommen, den ich angedeutet habe. Und das ist sozusagen, hören alle, die sozusagen das kennen, natürlich Antonio Gramsci raus, dass trotz der Krise, gerade in bestimmten Ländern, Regionen, es weiterhin aktive Konsense, also Zustimmung gibt zu den Verhältnissen. Und Zustimmung heißt ja für Gramsci nicht nur, wir sind dafür explizit, sondern es heißt ja auch, dass die Verhältnisse selber lebbar bleiben, dass die Menschen sozusagen in ihren alltäglichen Praktiken, in ihren Orientierungen die Verhältnisse aushaltbar halten und damit auch selber reproduzieren. Das wären aktive Konsense, zumindest passive, dass sie das hinnehmen. Und dieses Mitmachen, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, um eine Kontinuität, eine Dimension zu verstehen, die Markus Wissen und ich als imperiale Produktions- und Lebensweise, wir verkürzen es immer als imperiale Lebensweise, aber bitte denken Sie den Zusammenhang mit, es geht hier nicht nur um Konsum, sondern es geht um einen komplexen Zusammenhang, aber der Begriff der imperialen Lebensweise ist ein bisschen griffiger. Der Begriff besagt im Kern, dass die Menschen sehr stark über Einkommen vermittelt, auf die billigen über Güter, über den Weltmarkt vermittelt, über Waren, auf die globalen Ressourcen, die globalen Senken, also wieder die Medienemissionen zu binden und auf Arbeitsvermögen zurückgreifen. Und das prinzipiell unbegrenzt heißt natürlich Kaufkraft vermittelt. Also imperiale Produktions- und Lebensweise bedeutet, dass in unseren Alltagspraktiken im Supermarkt, ich sage jetzt in Österreich mal Billa, den gibt es hier nicht, also, aber Sie wissen, was ich meine, oder in unserer alltäglichen Reproduktion dieser Zugriff auf die globalen Ressourcen, auf das globale Arbeitsvermögen in der Regel unbewusst. Ja, das ist ja nicht, wir sind ja keine bösen Menschen, wenn wir im Regal oder irgendwie günstige Produkte kaufen. Es gibt auch den Triumphalismus des 1-Euro-T-Shirts aus Bangladesch, wo man es besonders super findet, dass es 1 Euro kostet. Aber erstmal findet die Reproduktion der Gesellschaft ja in diesem Bereich unbewusst statt. Also ganz kurz zu diesem Begriff. Der imperialen Lebensweise heißt, sie stabilisiert die Verhältnisse, sie lässt die Verhältnisse lebbar. Selbst wenn Menschen Einkommensverluste haben, also reale Einkommensverluste, haben sie vielleicht die Erfahrung einer Ausweitung des Konsumkorbs, weil Produkte heute aus China oder aus anderen Regionen deutlich günstiger sind, Spielzeug oder andere Produkte, als noch vor einigen Jahren. Also neben enormen Produktivitätssteigerungen, die wir ja im Informations- und Kommunikationstechnologiebereich in anderen Bereichen feststellen, gibt es aber auch durchaus durch den Globalisierungsprozess eine Erfahrung, dass bestimmte Produkte immer günstiger werden. Diese imperiale Lebensweise, die, würde ich sagen, in der OECD-Welt, bei allen Unterschieden, da gehe ich gleich noch drauf ein, gelebt wird, stabilisiert wird und in der Krise eben durchaus stabilisierend wirkt, globalisiert sich tendenziell durch die globalen Mittelklassen. Das, was Kent und Myers 2004, glaube ich, The New Consumers genannt haben. Sie haben mal gesagt, damals die 850 OECD-Einwohnerinnen werden bereits komplementiert mit 1 Milliarde Schwellenländer und auch Nicht-Schwellenländer, also Eliten in ärmeren Ländern, das sind 1 Milliarde, die, das waren für Kent und Myers die 3 Kriterien, Elektrogeräte, Automobilität und Fleisch konsumieren. Also diese, wenn man das an den Kriterien festmacht, mit diesen 3 Kriterien haben vor 10 Jahren und heute sind es noch mehr, 1,8 Millionen Menschen diese imperiale Lebensweise gelebt. Also diese imperiale Lebensweise ist eine Art verallgemeinerter
akzeptierte Entwicklungslogik, da stehen natürlich Machtinteressen dahinter, Unternehmensstrategien von Global Sourcing, von internationaler Arbeitsteilung. Aber erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig anzuerkennen, dass es nicht nur die Unternehmensstrategien sind, sondern das, was die Unternehmen produzieren, muss ja sozusagen auch konsumiert werden, muss gelebt werden, muss als attraktiv gelten. Und das ist das, was man heute, und das meine ich überhaupt nicht überheblich, zynisch oder moralisch, sondern rein analytisch, das ist das, was das gute Leben ausmacht. Geiz ist geil, kauf dich glücklich, ja, T-Shirt aus Bangladesch, 1 Euro, super, und alles andere. Und unser Argument ist, dass diese imperiale Lebensweise heute immer noch hegemonial ist und dass sie sozusagen auch in der Krise weiterträgt und dass das auch ein zentraler Grund ist, warum sich trotz Krise und trotz zunehmender Disparitäten, Polarisierung, Ungleichheit, dass die Menschen in vielen Ländern immer noch sagen, ich fühle mich im gramscianischen Sinne als Teil dieser Gesellschaft. Es ist immer noch lebbar, es ist immer noch irgendwie attraktiv, in dieser Gesellschaft zu leben. Ich mache das ganz kurz historisch, das können Sie gerne nachlesen und wir haben es im Buchbeitrag auch. Ich weiß nicht, ob das unser Buchbeitrag ist, der hier? Ist ein anderer. Okay, können Sie dann auf der PowerPoint. Oder googeln, haben, ist ja gesagt worden. Wir argumentieren, das ist ein ganz kurzer historischer Einschub, dass sozusagen mit dem Kolonialismus diese imperiale Lebensweise sich natürlich erstmal in den Eliten hergestellt hat. Also Ressourcen von anderen, manche kennen das Buch Die offenen Adern Lateinamerikas von Eduardo Galeano, der das ja fantastisch beschreibt, wie Lateinamerika über 500 Jahre in die Weltordnung integriert wird, vor allem über Ressourcen, dann industrielle Revolution. Und unser Argument ist, dass vor allem im Fordismus, also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dem goldenen Zeitalter des Kapitalismus, diese imperiale Lebensweise für die Lohnabhängigen attraktiv wird. Supermärkte, Eigenheime, abgesichert über Kreditwesen, über Sozialstaatlichkeit und anderes. Und das hat, und das ist ganz wichtig gleich für die Wachstumsproblematik, da würde ich mich nicht auf die Seite von Nico Pech schlagen, einem bekannten Wachstumskritiker, der ja sozusagen die Massen immer so ein bisschen verächtlich sieht, die konsumieren zu viel. Das wäre nicht mein Argument, das wird hoffentlich nachher deutlich. Erstmal bringt ja die fordistische Konstellation eine enorme Verbesserung von Lebensbedingungen für viele Menschen. Und auch heute im globalen Süden können wir nicht einfach sagen, die 300 Millionen Menschen, die heute in China sozusagen in die Mittelklasse aufsteigen, was keine westliche Mittelklasse ist, das ist jetzt alles nur naturzerstörend und ausbeuterisch und so, sondern es ist ja erstmal eine Lebensweise, die für viele Menschen bei aller Repression und allem Druck erstmal auch eine reale Verbesserung bringt. Das werde ich nachher als zentrale Antinomie oder Widersprüchlichkeit der Postwachstumsperspektive bezeichnen. Wir müssen uns durch die Erfahrung des Wohlstandskapitalismus durcharbeiten. Wir können nicht einfach sagen, das war bäh, das war schlecht, das macht die Umwelt kaputt, sondern wir müssen ernst nehmen, dass es in den, ich sage jetzt mal OECD-Ländern und auch in den Ländern des globalen Südens diese Erfahrung von steigerndem Wohlstand gibt, aber mit allen Implikationen für Umwelt, für Arbeit und anderes. Und es entsteht etwas, was Timothy Mitchell als Carbon Democracy bezeichnet, in seinem Buch von 2011, wo er argumentiert, die Form der liberalen Demokratie, die aber auch die materielle Teilhabe ermöglicht, also nicht nur die politische Teilhabe, sondern die materielle Teilhabe, die soziale Demokratie, wenn man so will, die basiert auf dem Fossilismus. Die basiert eben ganz stark auf der Ressourcenvernutzung global. Und wie kommen wir da raus? Das ist die Frage von Mitchell, die er nicht zu beantworten weiß, sagt er auch ganz offen, aber da müssen wir ran. Ja, was wäre eine Post-Carbon-Democracy, nicht Post-Democracy, sondern Post-Carbon-Democracy, die entwickelt werden muss. Und dann ein letzter Punkt, den man sich immer wieder klar machen muss, das sind die Forschung des Instituts für Soziale Ökologie in Wien und vielen anderen. 2/3 der Menschheit sind ja heute noch auf dem Weg in die Industriegesellschaft. Ja, wir reden immer davon, postindustrielle Gesellschaft, Digitalisierung, Industrie 4.0. Aber erstmal muss man anerkennen, ja, dass diese enorme fossilistische, industrialistische Dynamik global noch ziemlich viel Betrieb macht. Und was sind da die Alternativen, wenn wir an China, an Brasilien, an Indien und andere denken? Jetzt merke ich schon, dass ich mit der Zeit nicht in Verzug kommen möchte. Deshalb ein Punkt, der, bevor er dann in der Diskussion auch zu Recht angesprochen wird, wenn ich ihn hier nicht erwähne. Die imperiale Lebensweise heißt nicht, wir leben hier alle gleich und das wäre nicht die analytische Perspektive, sondern natürlich ist sie sozialstrukturell differenziert. Sie kennen das aus den Sinusmilieus vielleicht, dass der ökologische Fußabdruck von den
von den Ökos, also von den ökologischen Aufsteigern oder von den ökologisch sensiblen Menschen, die dann relativ gute Bildung, relativ hohes Einkommen haben, trotzdem besonders großes. Auch wenn die mit dem Fahrrad fahren und aufs Auto verzichten, wenn man dreimal fliegt, dann hat man halt den Fußabdruck ziemlich groß. Ja. Auch das wieder nur analytisch gesagt, aber wir sollten schon darauf hinweisen, dass die imperiale Lebensweise sich sozialstrukturell und auch milieuspezifisch hochgradig ungleich reproduziert. Ich will den Punkt da bei belassen. Das war der erste Teil. Ich hoffe, dass ich habe nochmal sozusagen Ihren Ansprüchen Genüge getan, das etwas zu kontextualisieren, den Begriff der multiplen Krise, und wollte natürlich hier auch den Begriff der imperialen Lebensweise vorstellen. Bin auch sehr froh für Anregungen. Ich bereite gerade mit Markus Wissen auch Buchpublikationen dazu vor, wo wir das mal durchbuchstabieren wollen. Das ist ja bisher eher ein Begriff, der jetzt in den letzten Jahren stark aufgenommen wird. Im zweiten Teil möchte ich noch mal ganz kurz begründen, was besagt eigentlich Postwachstum? Warum ist das so eine wichtige Diskussion? Im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, erst seit 2 Jahren. Im September 2014 gab es in Leipzig die 4. internationale Degrowth-Konferenz mit 3000 Teilnehmenden. Und im Vorfeld dessen, also ab ungefähr jetzt vor 2 Jahren, mit den Vorbereitungsprozessen, hat dieser Begriff hier an Fahrt gewonnen. Und dann auf den Begriff der sozialen Ökotransformation. Ich möchte gleich hinweisen, für mich ist die Frage von Postwachstum oder Degrowth nicht eine Frage von Ja und Nein zu Wachstum. Ja, ganz viele Bereiche müssen wachsen. Bildung, Pflege, soziale Infrastruktur, öffentlicher Verkehr, ökologische Landwirtschaft. Das ist nicht meine Position zu sagen, wir müssen raus aus dem Wachstum. Was wir aber sollten, postulieren, ich entwickle das nachher noch, wir sollten problematisieren die kapitalistischen Wachstumszwänge. Was steht eigentlich hinter dem Wachstumsmotor? Was treibt das Wachstum an? Und das sind kapitalistische, auf Profit hin orientierte, ja auch Zwänge für das Management selber, ja, die sozusagen rausfliegen, wenn sie nicht die Margen bringen. Das sind Zwänge für die Gewerkschaften, weil sie dann weniger Spielraum haben, wenn es nicht wächst, und vielem anderen. Die zweite Vorbemerkung, wenn es um sozial-ökologische Transformation geht, da hat ja Friederike Habermann letzte Woche eine schöne Vorlage gegeben, Veränderungen sollten am Bestehenden ansetzen. Also was ich nicht möchte, ist Ihnen hier einen schönen Masterplan skizzieren mit sozial-ökologischer Transformation. Das ist gerade nicht die Absicht des Begriffs. Das würde dazu führen, was Marx die Don Quixoterie genannt hat. Also man wünscht sich was, oder abstrakte Utopie könnte man das auch nennen, sondern aus meiner Sicht sollte alternatives Denken oder die Politisierung der Alternativlosigkeit, wenn ich etwas bescheidener bin, sollte am Bestehenden ansetzen. Wirtschaftswachstum, ganz kurz nur in den Raum, bedeutet erstmal, und das ist dann wichtig, wenn wir es nachher problematisieren, die in Geld bewertete jährliche Zunahme der produzierten Güter und Dienstleistungen, das berühmte BIP. Und daran hängt viel. Das wissen wir. Ja? Wenn das Wachstum zurückgeht oder wenn es ein Minuswachstum gibt, dann funktionieren die Unternehmensprofite oft nicht. Vielleicht funktionieren sie sogar, wenn die Lohnabhängigen besonders schlecht aussteigen. Aber wir haben Probleme bei Investitionen, bei Profiten. Wir haben Probleme für die Gewerkschaften, für die Erwerbstätigen selber. Wir haben die Probleme, das Steuersystem ist ganz stark auf Wachstum ausgerichtet, also die staatliche Finanzierung und auch die gute Politik. Ja, jeder Politiker, jede Politikerin schmückt sich gerne mit positiven Wachstumszahlen. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, die historische Erfahrung ist, dass diese kapitalistische, ich sage es bewusst immer wieder, es ist nicht irgendwie Wachstum, was irgendwo herkommt, die kapitalistisch getriebene Wachstumskonstellation führte in einer spezifischen Konstellation der Nachkriegszeit durchaus zu Wohlstand und Wohlstandserfahrung für viele Menschen. Das ist aus meiner Sicht heute auch das Problem der Gewerkschaften, zu sagen, wie gehen wir mit dieser Wachstumsthematik um. Und der Punkt ist, das stimmt ja. Für 30, 40 Jahre hat ja die fordistische Wachstumskonstellation durchaus nicht nur zur Wohlstandserfahrung beigetragen, sondern auch zur Stabilisierung der Gesellschaft. Und der Einsatzpunkt der Postwachstumsperspektive, der Degrowth-Perspektive ist, dass die Orientierung am Wachstum heute zur Destabilisierung führt. Das ist aus meiner Sicht der Kern der Debatte. Bei den Finanzmärkten ist ja völlig klar, die Finanzmärkte sind gewachsen, haben vermeintlich stabilisiert, haben über Derivate, über Absicherungsgeschäfte sich noch weiter stabilisiert, und dann war Pustekuchen, weil damit auch Schindluder betrieben wurde. Das hatten Sie in der Vorlesung sehr schön gehört. Also Wachstum
wird zum Destabilisator. Und zwar nicht nur an den Finanzmärkten, sondern aus meiner Sicht auch als Wachstumserfahrung. Für viele Menschen bedeutet, Sie kennen vielleicht den Begriff Jobless Growth, für viele Menschen bedeutet wirtschaftliches Wachstum der Gesellschaft, so gering es auch ist, bedeutet gar nicht mehr per se eine produktive Erfahrung. Das heißt jetzt nicht, den Umkehrschluss zu stellen und zu sagen, Minuswachstum oder Schrumpfung ist besser. Das ist es nicht. Also ich sage nicht, wir feiern hier Griechenland, die Lebenswelt ist in Griechenland ab. Das wäre nicht mein Punkt. Sondern zu problematisieren, was wären denn Alternativen jenseits einer immer noch in der Gesellschaft ganz weit verbreiteten Annahme von Wachstum. Wir brauchen Wachstum. Ja, das, wenn man die Zeitung liest, wenn man mit Ökonomen spricht, wenn man mit wen auch immer, irgendwie gibt es diese Fixierung auf Wachstum. Und mein Punkt wäre, das zu problematisieren und dann zu überlegen, wie Postwachstumsdimension stärker gemacht werden. Also nicht, ich feiere hier nicht das Krisenhafte. Das wäre mir ganz wichtig. Und ein zweiter Punkt, den Norbert Reuter von Verdi und viele andere mit der starken Karl-Georg Zinn, linker, kritischer Ökonom, ein Keynesianer, der sozusagen nicht der Wachstums-Keynesianer ist, wenn Sie so wollen, hat gerade bei VSA ein schönes Büchlein dazu gemacht, die sagen, wir haben ja eh abnehmende Wachstumsraten. Die hochindustrialisierten oder frühindustrialisierten Gesellschaften haben ja eh heute nicht mehr die Erwartung von 6% Wachstum oder 4% Wachstum pro Jahr à la Chinoise, wo 7% heute zum Problem oder zur Zielgröße ist. Also wird da argumentiert in diesem Diskussionsstrang von Reuter und anderen, bevor wir Change by Disaster haben, also bevor die Gesellschaften immer wieder in Krisen kommen, weil sie ihre Wachstumsziele nicht erreichen, machen wir doch lieber ein Change by Design. Also gehen wir lieber einen Umbauprozess an, der uns aus dem Wachstumsparadigma, aus den Wachstumszwängen herausbekommt. Also das wäre der erste Punkt. Den zweiten gehe ich gleich darauf ein. Das gerissene Band von Wohlstand und Wachstum habe ich eigentlich schon gesagt. Also die fordistische Erfahrung wird zunehmend negiert. Und das dritte ist, glaube ich, klar, ist die ökologische Kritik. Also dass sozusagen Wachstum heute heißt, denken wir an die globale Konstellation, eine enorme Ressourcenvernutzung, Destabilisierung auf lokaler Ebene, vielleicht sogar auf globaler Ebene mit Klima und anderem. Also mein Punkt hier wäre, Wachstum wird zunehmend zum Destabilisator. Und deshalb braucht es dringend ein Nachdenken und auch praktische Initiativen, da rauszukommen. Ich glaube, ich kann die Begründung jetzt übergeben. Also mein Argument ist, es gibt ein gerissenes Band von Wachstum und Wohlstand. Wachstum heißt für viele Menschen in den hochindustrialisierten Gesellschaften nicht mehr unbedingt gutes Leben. Die Punkte habe ich bereits genannt. Auf der ökologischen Seite, ökologischer Fußabdruck, Sie werden das Bild von Wackenagel vielleicht kennen. Der Fußabdruck geht über die Reproduktionskapazität, die biophysikalische der Erde oder das berühmte Bild jetzt ab 2009 von Rockström et al. Gerade nochmal aktualisiert. Die Planetary Boundaries, also die planetarischen Grenzen, werden übernutzt. Die roten rote Karten sieht das ja fast aus. Das sind biologische Vielfalt, Klimawandel und der Bodeneintrag oder die Reproduktionsfähigkeit von landwirtschaftlichen Böden. Aber es gibt auch andere Dimensionen, die damit reinkommen. Ich führe das hier gar nicht groß aus mit dem Begriff. Also die Begründung, ich hoffe, das kam rüber, Postwachstum aus meiner Sicht, Degrowth ist eine ganz interessante Perspektive, die man politisch anders entwickeln muss. Im Gewerkschaftsspektrum möchte man nicht über Degrowth sprechen. Mein Vorschlag ist auch ein anderer. Aber erstmal reißt die Diskussion um Postwachstum, um Degrowth ein Problem auf, nämlich das fast nicht diskutierbare Problem, das fast nicht diskutierbare oder die Annahme in der Gesellschaft, wir brauchen Wachstum, um jedwede Krise zu überwinden. Das ist aus meiner Sicht der interessante Ausgangspunkt. Und ich halte auch den Begriff für sinnvoll, aber nicht auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern für politische Spektren oder für Menschen, die sagen, diese Degrowth-Perspektive finde ich erstmal interessant. Ich würde es ausweiten und würde Begriffe wie neue Formen des Wohlstands, gutes Leben für alle oder sozial-ökologische Transformation vorschlagen. Ich halte diese Begriffe, das ist kein taktischer Einsatzpunkt, aber ich denke, dass man in Gewerkschaften nicht so gut von Degrowth sprechen kann, aber eben über diese Begriffe. Wir haben ein Forschungsprojekt gerade in Österreich laufen, das heißt sozial-ökologische Transformation und Gewerkschaften, wo wir genau über Workshops herausbekommen, was wären denn Entry Points, was sind Möglichkeiten innerhalb der Gewerkschaften, die sich ja immer noch ganz stark dem Industriekapitalismus verbunden fühlen, sozial-ökologische Fragen reinzubringen, zu politisieren.
Übermorgen haben wir einen Workshop dazu, einen Stakeholder-Dialog mit Gewerkschaften zum Thema Konsum. Ja, wie kann der Konsum politisiert werden, dass das eben nicht nur immer mehr ist, sondern dass auch der Konsum sozial-ökologische Dimensionen hat. Und vor dem Hintergrund ein paar Überlegungen. Einerseits geht es darum, bestehende Alternativen zu stärken oder überhaupt erst weiterzuentwickeln. Da ist letzte Woche oder wahrscheinlich auch in dem Vortrag ich glaube Podemos war ein Vortrag und natürlich zu den Gewerkschaften schon viel gekommen. Aus meiner Sicht, das wird nachher mein Schlussargument sein, wenn es um die Rolle der Wissenschaft geht, aber auch für die Akteure selber, was sind eigentlich die Grenzen und Hindernisse, die Alternativen immer wieder entgegenstehen. Aus meiner Sicht ist es eine ganz wichtige Aufgabe von Wissenschaft, aber auch der Akteure selber, immer wieder sich zu vergegenwärtigen, was sind die Hindernisse. Nochmal das Gewerkschaftsbeispiel. Die progressiven Gewerkschafter wissen schon, dass das enorme ökologische Probleme hat, wenn traditionelle Gewerkschaftspolitiken gemacht werden, aber sie suchen immer wieder Möglichkeiten, die Hindernisse zu verstehen und dann auch zu überwinden. Und der dritte Aspekt, auch das ist sicherlich in der einen oder anderen Vorlesung schon gekommen. Aus meiner Sicht sollten die vielen bestehenden Alternativen, Initiativen und ihre Reflexion auf die Grenzen in einen größeren Kontext gestellt werden. Nennen wir das Horizont oder Story. Und dieser Horizont und Story soll nicht einfach erzählt sein, sondern muss, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, rückgebunden werden an lebbare Verhältnisse. Ja, also nicht nur zu sagen, wir machen es ganz schön und ganz anders, sondern wie werden Alternativen im Bereich Ernährung, Mobilität, Kleidung, Kommunikation, Stadtentwicklung, alles, was wir uns denken können, wie werden diese Alternativen, um die wir ja teilweise sehr gut wissen, wie sieht eine sozial-ökologische Stadtentwicklung aus? Wie sieht sozial-ökologische Ernährung aus, ein Ernährungssystem? Wie werden die in den Alltag von Menschen, in den institutionellen Alltag, in die Produktionsseite unserer Gesellschaft eingeschrieben. Das wäre sozusagen mein Vorschlag, das zu denken und anzugehen. Also differiert etwas von Friederike Habermann, die ja sehr stark die Perspektive hat, die Alternativen entstehen ohnehin, wir müssen nur genau hinschauen, da ist ganz viel da. Und ich würde sagen, es ist auch eine Aufgabe, dann die angemessenen Strategien zu entwickeln, um die Alternativen zu ermöglichen. Das kommt nicht einfach so, sondern die Gegenseite, denken wir an die Automobilproduzenten, andere, die agieren auch. Die wollen sich das nicht nehmen lassen. Oder wenn wir die Konflikte um die Energiewende sehen, da gibt es ja auch Gegenagieren. Von daher mein Vorschlag, diese Dimension auch in eine strategische Perspektive zu stellen. Das kommt ja nicht einfach. Es weitet sich ja die sozial-ökologische Gesellschaft nicht einfach aus, sondern es gibt ja genug Gegenkräfte, die auch da gar nicht dafür sind. Ein paar Beispiele. Ich war, wie erwähnt, in der Enquete-Kommission des Bundestages Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und ich will nur, das sind drei Schlaglichter, nur zeigen, wie in einem ja nicht unerheblichen, man darf so eine Enquete-Kommission auch nicht überschätzen, aber nicht unerheblichen Gremium, dem Deutschen Bundestag, Diskussionen geführt werden und auch vorangetrieben werden. Und wir haben es immerhin geschafft, es war ja noch in der alten Konstellation, wo Rot-Rot-Grün in der Opposition war und wo wir es geschafft haben, wirklich spannende Minderheitenvoten zu formulieren unter dem Begriff der sozial-ökologischen Transformation, die dann mit SPD in der Regierung nicht mehr so die große Rolle spielen, aber es geht sozusagen darum, natürlich da weiterzuarbeiten. Also was sind Ansatzpunkte eines emanzipatorischen Wohlstandsverständnisses, einer attraktiven Produktions- und Lebensweise, die in der Gesellschaft auch gewollt wird? Ja, bei allen Konflikten, das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, da wird es Konflikte geben um die Zurückdrängung der industrialisierten Landwirtschaft. Es wird Konflikte geben um die Zurückdrängung der Automobilität. Es wird Konflikte geben um die Zurückdrängung von Fliegen. Ja? Aber aus meiner Sicht müssen wir diese Einsatzpunkte suchen und da drei Schlaglichter. Das eine war ein spannender Punkt, gerade mit dem DGB-Vertreter, Suffizienz. Ja, Suffizienz heißt die Frage, was ist genug? Suffizienz heißt aus meiner Sicht nicht per se Verzicht, sondern heißt erstmal die Frage, was ist genug in der eigenen Reproduktion von Individuen, aber auch in einer Gesellschaft? Was ist genug Größe Frankfurter Flughafen? Ja, und das hat natürlich Implikationen. Und dieses Suffizienzverständnis war am Anfang völlig ablehnend, haben wir sozusagen argumentativ unterfüttert und ich würde sagen, es war ein Erfolg und das merken wir auch in der Gesellschaft, dass neben Effizienz, die natürlich weiterhin wichtig ist, Effizienzsteigerung oder Konsistenz, wenn Sie wollen, so Kreislauf,
Wirtschaft, also die Schließung von Kreisläufen, energetischen, biophysikalischen Kreisläufen in Produktion, anderem, dass eben dieser Suffizienzbegriff stärkt wird. Das ist ein interessanter Ansatzpunkt. Und das ist ganz zentral für ein anderes Wohlstandsverständnis, weil man dann rauskommt aus einem reinen, aus einem Blick nur auf Markt und auf die formalisierte Produktion, sondern man kann einen viel breiteren Ökonomiebegriff in Anschlag bringen, wo Wohlstand nicht nur der enge marktförmige Begriff ist, sondern Wohlstand auch über andere Tätigkeiten geschaffen wird. Und damit sind wir beim zweiten Begriff. Wir haben es geschafft, über Expertise von feministischen Ökonominnen, Uta von Winterfeld, Adelheid Biesecker und anderen, in die Enquete, die haben kleine Expertisen gemacht, eine Ausweitung des Arbeitsbegriffs sprechbar zu machen im Bundestag oder in der Enquete. Normalerweise heißt Arbeit Erwerbsarbeit. Und im Globalisierungsprozess ist eine neoliberale Position, die Leute müssen fit gemacht werden. Ja, es wird, die Arbeit verdichtet sich, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben und die Leute müssen halt fitter werden. Ein zweiter Begriff, auch noch um die formalisierte Erwerbsarbeit herum, sehr stark von den Gewerkschaften getragen, sie werden den DGB-Index, gute Arbeit werden einige kennen, also nicht die Leute fit machen für den Arbeitsmarkt, sondern gute Arbeit bedeutet auch eine sinnvolle, sinnhafte Arbeit, an der Menschen Erwerbsarbeit nicht kaputt gehen. Und das dritte, eben sehr stark aus der feministischen Ökonomik unter dem Schlagwort das Ganze der Arbeit aufzuzeigen, die Arbeit ist nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern ist der gesamte Bereich von Sorgearbeit, von Reproduktionsarbeit, von eigener Arbeit, wie man sich selber sozusagen weiterbringt im Leben. Von Frigga Haub stank der Begriff die vier in einem Perspektive, wo sie eben den Begriff der Erwerbsarbeit relativieren möchte und andere Formen der Tätigkeit für eine wohlständige Gesellschaft stark macht. Ich weiß nicht, ob die Steffi Wöhl das erwähnt hat, Frigga Haub. Also ein ganz eingängiges Modell finden Sie auch schnell, wenn Sie das nachlesen wollen, im Netz. Die vier in einem Perspektive, Frigga Haub argumentiert dafür, dass eben neben der Erwerbsarbeit die Tätigkeiten der Menschen in anderen Bereichen stattfinden und das ganz zentral ist für Wohlstand. Auch ganz problematisch, weil die Pflegearbeit, wenn sie unbezahlt ist, auch von Frauen gemacht wird. Also muss man da politisch Umgangsformen finden, dass das nicht so ist. Aber erstmal muss man nicht nur auf die formalisierte Erwerbsarbeit achten. Und ein dritter Punkt, den ich interessant fand, wie gesagt, das sind erstmal nur Schlaglichter, ist Konsum. Als wir angefangen haben mit den Diskussionen in der Enquete, war völlig klar, gerade aus so einer neoklassischen Perspektive, da sind ja die Konsumenten, die am Markt entscheiden und die Produktionsseite ist da völlig abgeschattet, die reagiert ja nur auf die Konsumenten und auf die Nachfrage, dass wir durchaus argumentieren konnten und sprechbar gemacht haben, dass es natürlich eine Verantwortung der Verbraucherin gibt, dass aber Konsum auch eine Frage von politischer Gestaltung ist. Es ist nicht nur die individuelle Wahlmöglichkeit am Regal oder im Konsumprodukt, sondern es gibt ja ganz viele Regulierungen um die konkreten Bedingungen, wie Güter hergestellt werden, unter welchen ökologischen und sozialen Bedingungen. Und das war dann nach langen Auseinandersetzungen auch möglich zu sagen, dass natürlich die Konsumseite oder die Konsumnorm ganz zentral von der Produktionsseite gesetzt wird. Auch das aus meiner Sicht wichtig für eine alternative Wohlstandsdebatte zu sagen, es ist nicht nur der Konsument, der die Welt retten soll, der ist der Autonome, der weiß, wenn er nur ökologisch argumentiert, dann wird alles gut, sondern wir müssen vor allem die Mächtigkeit der Produktionsseite, der Produktionsnorm in den Blick nehmen. Ja, wenn wir daran denken, welche Handy-Generation jetzt entsteht, damit in 3 Jahren die entsprechenden Handys gekauft werden, das sind Produktionsnormen. Das wird ja von Unternehmen in der kapitalistischen Konkurrenz gesetzt. Da haben ja die Konsumenten in 3 Jahren nichts zu sagen, ob das besonders recyclingfähig sein soll oder nicht, sondern das wird erstmal produziert und wird dann auf den Markt geworfen. Ich fasse die Aspekte zusammen und ich hoffe, es wird schon deutlich, es wirkt wahrscheinlich etwas irritierend, facettenreich, dass ich Ihnen hier keinen Masterplan vorstelle von sozial-ökologischer Transformation. Ich halte das für überhaupt nicht sinnvoll, sondern Prozesse zu denken, anzudenken in einer Ungleichzeitigkeit, im Ernährungsbereich beispielsweise, im Nahrungsmittelbereich, ist Österreich mit dem höchsten Anteil global, international von ökologischen Nahrungsmitteln viel weiter. Ja, also es ist eine Ungleichzeitigkeit im Vergleich zur Automobilität. Österreich ist weiterhin ein Land, wo jedes Jahr die Automobilität steigt, diese Ungleichzeitigkeiten auch in den Blick zu nehmen und sozusagen erstmal den Rahmen dafür zu schaffen. Zentral, ich hoffe, das wurde deutlich, wie kann in den verschiedenen Versorgungsbereichen, so nennen wir das in der sozialen politischen Ökologie,
in den Versorgungsbereichen Mobilität, Wohnen, Ernährung, Kleidung und so weiter. Ich habe das bereits gesagt. Wie kann in den je spezifischen Bereichen eine attraktive Produktions- und Lebensweise entstehen? Also nicht so als Masterplan von oben, die Politik soll machen, sondern die Vorstellungskraft zu haben, was sind lebenswerte Städte, was ist lebenswerte Ernährung, was ist lebenswerte und eben auch attraktive Mobilität. Ich hoffe, dieser Punkt wird klar. Ja? Also eine Sozial-Ökolo-Transformation würde immer darum ringen, wie in den verschiedenen Gesellschaften, in den verschiedenen Bereichen je sozial-ökologische Veränderungen möglich sind. Und das wird ungleichzeitig sein. Es impliziert aber dennoch durchaus Reduktion. In bestimmten Bereichen muss politisch darum gerungen werden und wissenschaftlich auch erforscht werden, wie das gangbar ist oder auch was die Hindernisse sind, dass eben, ich habe das bereits genannt, im Bereich von Automobilität, Fleischproduktion und anderem reduziert wird. Ich glaube, da kommen wir nicht rum. Aber es wäre nicht der moralische Appell, konsumiere weniger, sondern wie lässt sich eine Gesellschaft darauf ein, systematisch Wohlstand zu schaffen, die weniger biophysikalischen Input vernutzt, die hoffentlich auch weniger Ausbeutung hat, gerechte Verhältnisse schafft und anderes. Also es heißen Transformationsprozesse, die nicht nur von der Kapitalseite, von der Investorenseite gestaltet und vorangetrieben werden, sondern durchaus auch mitgestaltet werden von Beschäftigten, von Betroffenen. Wir sind dann bei Diskussionen von Wirtschaftsdemokratie, von anderen. Und ein weiterer Bereich in diesem Nicht-Masterplan, ich hoffe, das wird deutlich, ist etwas, worauf der WBGU, der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung der Bundesregierung, in den letzten Jahren, finde ich, darauf hinweist, und an einer Universität muss man das auch erwähnen, welche Kompetenzen, also welches Wissen, welche Fertigkeiten benötigt eigentlich eine Gesellschaft, damit sie sozial-ökologisch sein kann. Also welches Ausbildungssystem müssen wir heute schaffen, das ist das Argument vom WBGU, welche Studiengänge müssen heute eingerichtet werden in den Ingenieurswissenschaften, aber auch in den Sozialwissenschaften, damit die Generation, die heute ausgebildet wird, in 20 Jahren auch sozial-ökologisch handeln kann. Ja, Infrastrukturen kann man auch. Ne? Also wir wissen, jede Investition heute in ein Kohlekraftwerk bleibt 40 Jahre. Ja, das sind die Zyklen von Kohlekraftwerken. Aber ich finde diese Frage der Kompetenzen spannend und ganz wenig diskutiert. Ja, was bedeutet das eben für uns heute als Lehrende oder auch im Ausbildungsbereich, also im nicht-universitären Bereich? Was heißt es denn, bestimmte Fertigkeiten zu vermitteln, dass eine Gesellschaft sich im Jahr 2030, 2025 viel sozial-ökologischer reproduziert, eine andere Form von Wohlstand schafft als heute? Das ist aus meiner Sicht eine ganz prickelnde Frage, die noch nicht mal so richtig verstanden wird. Also, was sind die konkreten Ansätze, die konkreten Alternativen, was sind einige Elemente einer sozial-ökologischen Transformation? Und jetzt möchte ich noch auf diesen dritten Aspekt eingehen, den ich genannt habe. Was ist ein Horizont von Veränderung? Also was sind sozusagen Stories von Veränderung? Und ich möchte eine Erfahrung kurz mitteilen. Ich weiß nicht, war jemand in der Leipziger, auf der Leipziger Degrowth-Konferenz 2014? Genau. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung war. Ich fand das spannend. Das waren ja 3000 Leute und vor allem junge Menschen. Und mit 800 hat man gerechnet. Also offensichtlich hat im Sommer 2014 dieses Degrowth-Thema so richtig, war richtig attraktiv. Ich habe mit vielen gesprochen und es gibt auch eine Umfrage an der Universität Jena, die 800 Fragebögen zurückbekommen haben. Das Interessante ist, dass die Leute nach Leipzig nicht gegangen sind, weil sie Degrowth machen wollen, sondern die kamen aus verschiedensten Initiativen, solidarische Ökonomie, Repair-Cafés, Antifa, Migrationsinitiativen, viele Studierende. Und was ich in Leipzig gelernt habe, ist, dass es in diesem Moment ein Bedürfnis gab, oder gelernt ist übertrieben, also ein Eindruck gewonnen hatte, ich will das nicht zu hoch hängen, ein Eindruck gewonnen hatte, dass viele, viele Menschen, die in diesem Sommer 2014 nach Leipzig kommen, eine Woche, deshalb eher Jüngere, wenn das so ein Wochenende wäre und in Berlin, dann würde da eine andere Kohorte hinkommen. Also Leipzig eine Woche im September, ne? Spricht andere Leute natürlich an. Dass viele Menschen, die da waren, suchten nach was Gemeinsamem. Suchten nach, aber nicht, dass sie ihre eigenen Praxen aufgeben, sondern dass sie Bezüge zueinander herstellen. Und das fand ich eine ganz beeindruckende Erfahrung. Also Degrowth war für einen bestimmten Moment eine Art Möglichkeit, dass sich verschiedene Spektren Menschen in ihrem Wollen von Alternativen zueinander ins Verhältnis setzen. Und das würde ich so mit dem Begriff des Horizonts oder der alternativen Story fassen.
Und das versuchen wir, also ich mit anderen, mit so einem Begriff der sozial-ökologischen Transformation, der natürlich für die breite Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht besonders brauchbar ist, kriegt man ja fast einen Zungenbrecher, aber es wäre, glaube ich, für so eine Fachdebatte, beispielsweise im Bundestag oder auch in sozusagen engeren politischen Debatten, ist das meiner Sicht ganz gut geeignet. Aber ein Begriff, der weiterträgt, wäre, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, gutes Leben für alle. Ja, die Debatte um gutes Leben wird ja sehr intensiv in Lateinamerika geführt, Buen Vivir, haben einige vielleicht verfolgt in den anderen Ländern. Und gutes Leben für alle ist so ein interessanter Horizont, der dieses für alle betont eben, Alberto Acosta hat gesagt, nicht deutsche Vita für wenige, ja, also nicht ausgrenzender Wohlstand, sondern ein inklusiver Wohlstand, da könnte man die Degrowth-Perspektive einfügen. Und dann Begriffe, die die letzten Wochen gefallen sind, Besitz statt Eigentum, solidarische Ökonomie, Commons und andere. Also mein Punkt wäre, und das auch als Diskussionsangebot, dass wir da sozusagen die vielen Alternativen, die entstehen oder die noch entstehen werden, sich Bezugspunkte suchen und diese Bezugspunkte durchaus sowas Gemeinsames herstellen. Und das kann man nicht bestimmen, das kann man nicht sagen, deshalb habe ich auf die Degrowth-Konferenz verwiesen, sondern es entsteht, da gibt es ein Angebot von Menschen, die diese Konferenz organisieren, aber ob da eben 500 kommen oder 800 oder 3000, das ist ja die Entscheidung der Menschen, der Leute, die dann dahin wollen. Und in Teilbereichen könnte man sagen, der Begriff der Ernährungssouveränität, der in den letzten 4, 5 Jahren wichtiger wird, auch da verhalten sich viele zu, die eben sagen, wir wollen Landwirtschaft und die Produktion von Nahrungsmitteln anders machen. Recht auf Stadt, ich weiß nicht, wie die Debatte hier ist, aber in Berlin und Wien sind das wichtige Debatten, die mit einmal verschiedene Aspekte, verschiedene Widerstände oder auch Alternativen in ein gemeinsames Licht rücken. Ja, der Begriff ist ja aus den 70ern von Henri Lefebvre, ist dann von David Harvey wieder in die Diskussion geführt worden und irgendwie gerät der Begriff Recht auf Stadt in den letzten Jahren zu so einem Leitbegriff in urbanen Auseinandersetzungen. Ja, so würde ich das verstehen. Also nicht, der wird nicht vorgegeben vom Schreibtisch, aber die Begriffe sind da oder werden ein Stück weit auch reingeworfen und dann beziehen sich verschiedene Spektren darauf. Und mein Punkt wäre nur hier, das würde ich nicht unterschätzen. Also es ist nicht nur einfach so schön dahergesagt, sondern deshalb die Leipzig-Erfahrung. Offensichtlich macht es was auch mit denen, die Alternativen wollen, wenn sie sich in einen größeren Kontext stellen können. Ohne ihre eigenen Perspektiven aufzugeben, ist mir ganz wichtig. Sagen da nicht alle, ich bin Degrowth, ja, das kam hoffentlich rüber, sondern sagen weiterhin, ich bin für Ernährungssouveränität in Sachsen oder in Thüringen, aber ich finde das jetzt total interessant, was vor und um Leipzig diskutiert wird. Und das ist jetzt auch sozusagen, ich werde immer offener in meiner Argumentation, weil ich da selber suchend und unsicher bin. Das ist ja jetzt kein, wie Sie merken, geschlossener Vortrag. Ich denke, dass wir auch dann wissenschaftlich, das wird meine Schlussbemerkung sein, uns immer wieder Gedanken machen müssen, was sind strategische Fragen. Also es reicht nicht, aus meiner Sicht eine Perspektive einzunehmen, in den Nischen entstehen die Alternativen von selber und sie werden immer größer. Das ist ja eine starke Position in der Degrowth-Bewegung. Das ist wichtig, aber aus meiner Sicht reicht es nicht. Und dazu ein paar Bemerkungen. Ich komme nochmal auf die Gewerkschaften. Gerade in ökologischen Debatten sind ja die Gewerkschaften oft so, dass die kann man vergessen. Mit Öko haben die nichts mehr am Hut. Ja. Die Gewerkschaften muss man eher schwächen, weil die blockieren jegliche Alternativen. Und meine Position wäre, die Gesellschaft ist ganz stark strukturiert um Gewerkschaften und die sozialen Fragen sind bei aller Schieflast, Wettbewerbskooperatismus und so, ich bin da nicht naiv, aber erstmal sind die Gewerkschaften noch stark etablierte Akteure und wie werden nun in die Gewerkschaften sozial-ökologische Fragen reingebracht und wie werden sie dort aufgenommen? Das halte ich für eine forschungsstrategisch, aber auch für eine politisch-strategisch ziemlich wichtige Aufgabe. Also nicht zu sagen, die Transformationsprozesse kommen eben nur aus den Nischen, sondern auch innerhalb der Gewerkschaften muss es Aufmerksamkeiten geben für Alternativen, für eine angemessene Thematisierung von sozial-ökologischen Fragen. Bildungseinrichtung könnte man, ne? Also wir sind hier an der Uni Kassel, ich versuche in diesem Rieseninstitut für Politikwissenschaft in Wien 3.500 Studierende sozial-ökologische Fragen reinzubringen. Ja, gar nicht so einfach, kann ich Ihnen sagen. Aber das wäre sozusagen ein Teil der institutionellen Auseinandersetzung, um diese Transformationsprozesse auch zu ermöglichen. Parteienstaat, ich will das gar nicht erschöpfend behandeln. Ein weiterer Aspekt, der aus meiner Sicht der unterschätzt wird in vielen Forschungen und auch in politischen Ansätzen, sind die Alltagspraktiken, die sich bereits verändern, die aber vielleicht gar nicht besonders politisiert sind. Ja, also bei alternativen Akteuren denkt man immer an die Akteure, die
von sich aus sagen, wir wollen Alternativen, aber wenn wir die Alltagspraxen in den Blick nehmen, erleben wir ja, sehen wir, dass ganz viel sich bereits verändert, ohne dass die Leute gleich sagen, das ist jetzt gutes Leben für alle oder Degrowth oder sozial-ökologische Transformation, aber sie machen was anderes. Ja? Sie fahren mit dem Fahrrad statt mit dem Auto und dann gehen sie vielleicht zu Critical Mass, also zu den städtischen Aufmerksamkeiten für alternative Verkehrspolitik, aber vielleicht machen das viele nicht. Oder gerade eine jüngere Generation hört mehr oder weniger selbstverständlich auf, Fleisch zu essen oder isst relativ wenig Fleisch. Ja? Bei meinen Studierenden habe ich mal eine Umfrage gemacht in so einer Einführungsvorlesung, 300 Studierende, ich will sie mal so ein bisschen kennenlernen und habe gesagt, wer isst denn hier noch Fleisch? Aber nicht moral, ich habe es ein bisschen netter formuliert. Ja? Muss man rausschneiden. Ja? Ich habe es ein bisschen forschender. Und da hat ein Viertel gesagt, gar nicht mehr. Ja? Und das sind ja sozusagen Praxen, die sich verändern. Und was jetzt die Motive der Einzelnen sind, ob das ethisch ist oder das Fleisch ist schlecht oder wie auch immer, das ist umgenommen. Also mein Punkt wäre hier an diesem, dass es Alltagspraktiken gibt, die wir in den Blick nehmen sollten, die aber oft unterschätzt werden, wenn wir sozusagen über Veränderungsprozesse nachdenken. Und der letzte Punkt, das ist, glaube ich, schon klar geworden mit dem Stories und Horizont, was sind nochmal wirklich Sichtweisen, die alternativ sind, Stichwort Degrowth, und wie werden damit herrschende Sichtweisen, nämlich Wachstum, auch wirklich angegriffen? Wie werden sie infrage gestellt? Und diese Wachstumsthematik aus meiner Sicht ist gerade wirklich eine sehr prickelnde in einem Land wie Deutschland, das ja sehr stark davon lebt und in der Krise diesen Wachstumsmotor am Laufen hält. Ich komme zu zwei Schlussbemerkungen. Die eine muss ich ja vor GPE-Studierenden auch sagen, nicht kritisch gemeint, die mich sehr beschäftigt und die in dieser wachstumskritischen Diskussion einem immer wieder entgegengeworfen wird. Was ist eigentlich eine Wachstumsperspektive in den Schwellen- und Entwicklungsländern? Ich fasse die Folie ein bisschen zusammen, weil ich jetzt schon eine Stunde spreche. Erstmal, ich habe das ja eigentlich auch schon angedeutet, heißt kapitalistisch getriebenes Wirtschaftswachstum für viele Menschen im globalen Süden sich verbessernde Lebensverhältnisse. Das hängt zusammen, aber dann auch mit Ausbeutung, mit Disziplinierung, mit enormen Umweltkosten, wenn wir zurzeit nach China schauen, Stichwort Smog und anderem. Aber erstmal ist es zu akzeptieren oder ist es anzuerkennen, dass es diese Wohlstandserfahrung gibt. Die Global New Consumers. Und das hat, da wir sozusagen keine Alternative haben, Wohlstand zu schaffen, auch im globalen Süden, oder wenig Alternativen, natürlich gibt es die, aber wenig Alternativen, sondern das kapitalistisch getriebene Wachstumsmodell ist offensichtlich so attraktiv, dass es eben auch in den Ländern des globalen Südens übernommen wird. Das hat mit Unternehmensstrategien wieder zu tun, mit staatlichen Politiken. Denken Sie an Infrastrukturpolitik in China, die ganz lang auf Automobilität gesetzt hat, erst jetzt langsam umschwenkt und anderen. Aber es gibt dieses vom Westen ausgehende imperiale Produktions- und Konsummodell, das in vielen Ländern und bei vielen Menschen im globalen Süden, wenn sie dann das Einkommen haben, wenn sie daran partizipieren können, teilhaben. Wolfgang Sachs hat das mal genannt, wie im Westen so auf Erden. Ja, also der Westen universalisiert sich, und ich war im Mai 2014 in Yangon in Myanmar und da erzählte mir der Gastgeber, also Burma, das ist eben Burma, Myanmar, das sich jetzt seit 4 Jahren öffnet, waren ja gerade auch die Wahlen. Und alle 9 Monate verdoppelt sich der Automobilverkehr in Yangon, in der Hauptstadt, mit 5 Millionen Einwohnern. Da kommt ja keine Infrastruktur nach. Ja? Und der Kollege, der uns eingeladen hat, der fährt nicht mehr zu Abendvorträgen, also kann nicht mehr physisch zu Abendvorträgen fahren an die Universität, weil der Zeitaufwand ist zu groß. Also das, was er früher mit dem Bus, oder er hatte schon ein Auto, dann in 20 Minuten gemacht hat, dauert jetzt 3 Stunden. Also das ist sozusagen die Übernahme einer Konsumnorm, wenn man so will, sehr stark natürlich unterstützt von Produzenten im globalen Süden. Mein Punkt hier ist relativ simpel, aber aus meiner Sicht relativ dringend. Nicht zu sagen, der Süden soll aber wachsen dürfen, sondern auch in den Südländern nach den konkreten Bedingungen zu fragen, wie eigentlich dieses kapitalistisch getriebene Wachstum sich entfaltet und was die damit verhinderten Alternativen sind. Also nicht romantisch, ne? Wir schauen auf die, die das nicht wollen oder so, sondern analytisch erstmal zu fragen und dann auch gegebenenfalls politisch zu unterstützen, was trägt eigentlich dazu bei, welche Mechanismen tragen dazu bei, dass offensichtlich jetzt Gesellschaften, in denen es mehr Einkommen gibt, in denen es mehr Konsummöglichkeiten gibt, dieses westliche Produktions- und Konsummodell so übernommen wird.
Und was da die Alternativen wären, dass es eben vielleicht nicht dort auch ein kapitalistisch getriebenes Wachstum ist oder eine Anerkennung gibt, dass die ökologischen Kosten enorm hoch sind und dass vielleicht viele Menschen in Ressourcenländern das gar nicht wollen. Ich hoffe, mein Argument wird klar. Also nicht hier im Norden machen wir Degrowth und im Süden, also immer natürlich in Anführungszeichen, ja, im Süden soll das so bleiben, sondern die konkreten Bedingungen, warum wird nun diese Lebensweise im globalen Süden so aktiv, genau zu hinterfragen, zu analysieren und auch da genau zu schauen, was sind Alternativen. Letzte Bemerkung. Was spielt eigentlich Wissenschaft dafür eine Rolle? Und auch da wirklich ein sehr ausblickendes Argument. Ich hatte es angedeutet, was sind eigentlich die Hindernisse? Und da ist ganz viel Forschung möglich. Deshalb haben wir diesen Begriff der imperialen Lebensweise geprägt. Was sind die Hindernisse einer sozial-ökologischen Produktions- und Lebensweise? Aber was sind auch die Bedingungen und dann auch die konkreten Ansätze? Und ich will da jetzt nur aufzählen, was sich teilweise ohnehin ergibt aus dem Vortrag. Also erstmal genau beschreiben und verstehen, sozusagen in der multiplen Krise, aber auch vor der Krise, wie hängen diese nicht nachhaltigen Produktions- und Lebensweisen zusammen. Wie werden sie stabilisiert? Und zwar nicht nur stabilisiert über Unternehmensstrategien, sondern bis in die Alltagspraktiken, bis in die Wünsche. Ja? Harald Welzer nennt das ja die mentale Infrastruktur, die auf Wachstum gepolt wird in Sozialisationsprozessen und anderen. Was sind die damit verbundenen Machtverhältnisse, die Interessen und Praktiken? Ein Aspekt, der mir am Ende dieser Vorlesung nochmal wichtig ist, den Zusammenhang von eben Produktionsfragen, Verteilungsfragen, Ökologiefragen systematisch herzustellen. Also ist nicht als getrennt, ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Ich werde schon zur, genau. Dann bin ich auch am Ende, weil ich die Folie lasse ich einfach stehen. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Das geht ja sehr schön los. vielleicht zum Letzten. Ich habe mich da, als ich es gesprochen habe, wollte ich mich schon korrigieren. Ich habe es im Kontext von Lateinamerika gesagt und meinte, wir sollten nicht auf die indigenen Völker, das ist immer so eine schöne Referenzfolie, sondern ich bin ja sehr dafür, auf Modelle oder sagen wir alternative Praxen zu schauen, aber wir sollten nicht den Fehler machen, bestimmte Lebensweisen, das meinte ich vielleicht mit dem Romantisieren, per se als Modell zu nehmen. Und da komme ich jetzt sehr stark aus der lateinamerikanischen Debatte. Ich halte es für sehr sinnvoll, sich in Ländern, wo auch noch indigene Völker einen relativen Bevölkerungsanteil haben, also Ecuador beispielsweise, oder ein bisschen weniger Bolivien, da zu schauen, wie wird da gelebt. Aber meine Kollegen und Kolleginnen selber sagen in Lateinamerika, das ist beispielsweise auf das Urbane, auf die Städte nur ganz begrenzt übertragbar. So in der Richtung habe ich das gemeint, mit der Romantisierung. Also nicht jetzt bestimmte Modelle zu dem zu erheben, das gilt jetzt für alles. Aber ich würde das auch ein Stück weit für hier, also ich glaube auch, ich will das nicht verniedlichen, sondern ich glaube, solidarische Ökonomie ist ganz wichtig, aber wir brauchen neben solidarischer Ökonomie, denke ich schon, auch sowas wie eine Gemeinwirtschaft, die beispielsweise das Gesundheitssystem gut, professionell, öffentlich organisiert. Und das wäre was anderes als solidarische Ökonomie. Aber ich merke das selber, als ich es gesprochen habe, ich wollte diesen Lateinamerika-Bezug herstellen. Christoph Scherer, ja, das ist ein blinder Fleck natürlich. Wir hatten das im anderen Kontext, die Debatte auch beim Thema Regulationstheorie. Es ist erstmal eine Provokation auf eine, ich sag mal, kulturelle politische Ökonomie, die die Gewaltförmigkeit unterschätzt. Ich glaube nicht, dass die Konflikte unterschätzt werden, aber diese brachialen Konflikte oder da, wo Gesellschaften entzivilisiert werden, dass wir da Mechanismen haben oder brauchen. Ich würde das allerdings nicht kurzschließen mit der Wachstumsfrage per se, sondern was sind auch Konfliktregulierungsmechanismen, wo wir auch militärische oder polizeiliche Apparate brauchen und wie wird das bereitgestellt? Allerdings, das wäre, glaube ich, ein Dissens, alle Zivilisationen sind gewachsen, aber mein Punkt ist ja nicht das Wachstum, mein Punkt ist ja wirklich der Wachstumszwang. Und zu entschlüsseln, was ist mit Marx besprochen GWG-Strich, also wie wird über die Warenproduktion eingesetztes Geld zu mehr Geld. Das ist das Profitgetriebene. Da sind wir, kann ich mit der ersten Frage verbinden, bei Eigentumsfragen, bei den Fragen, wie das Steuersystem gestaltet und anderes. Also ich denke, wenn wir einen Begriff wie qualitatives Wachstum für bestimmte Bereiche, wo es dann wieder Konflikte gibt, was heißt Gesundheitssystem, was heißt Rentensystem, was heißt anderes, darauf einlassen. Und mein Punkt ist, wir können ex post feststellen, dass Zehntausende von Jahren relativ langsam und dann ab
17, 50, 18 relativ schnell Ökonomien gewachsen sind. Und da würde ich sagen, eben unter bestimmten Zwängen, Verwertungszwängen, mit enormen Wohlstandsgewinnen, mit enormen auch technologischen anderen entwickeln. Aber wir sind in einer historischen Situation, das wäre ja mein Hauptargument, wo es tendenziell zu Destabilität führt. Die Gesellschaften können sich aus sozial-ökologischen, aus ökologischen Gründen, aus Ressourcengründen dieses blinde Wachstum nicht mehr leisten. Und was jetzt in den Tagen jetzt rauskommt, die Überproduktion der Stahlindustrie, die Überproduktionskapazitäten, ja, wo es eben keine global geplante Steuerung gibt von Kapazitäten von Stahl, führt jetzt dazu, dass die Stahlpreise in den Keller gehen, dass Leute entlassen werden und dass wir wahnsinnige Überkapazitäten in der Stahlproduktion. Und die Kapazitäten, Stahl zu produzieren, in den letzten 20 Jahre sehr stark, also ab Mitte der 90er, sind natürlich wohlstandsgetrieben, wenn man so will, in China, aber eben auch ganz stark kapitalistisch getrieben. Das wäre mein Punkt. Also mein Punkt ist nicht, Wohlstand zu erweitern, und das kann man auch Wachstum nennen, sondern mein Punkt ist, wie kommen wir aus einem bestimmten Zwangsverhältnis raus, das auch, das habe ich heute weggelassen, Subalternität schafft. Also die Tatsache, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, nämlich die Investitionsfunktion haben, die das Eigentum haben, das Vermögen und über die Investitionen verfügen, dass die weitgehend den Entwicklungspfad einer Gesellschaft bestimmen. Das ist aus meiner Sicht ein Zwangsverhältnis, ein Herrschaftsverhältnis. Und daraus rauszukommen und zu sagen, wie werden Investitionen in eine Gesellschaft sinnvoll geplant? Bitte, keine zentrale Planwirtschaft, ja? Das ist nicht mein Punkt. Aber wir brauchen Planungselemente, also das wäre meine Perspektive, Planungselemente in dieser Gesellschaft, wo aus Konflikten, aus politischen Auseinandersetzungen klar wird, wie soll eine Gesellschaft gut gestaltet sein? Und da haben wir ja ganz viel. Der öffentliche Sektor ist ja ganz viel dafür verantwortlich, dass es in Kassel ein hoffentlich gutes Gesundheitssystem, Bildungssystem, Hochschulsystem und anderes gibt. Und diese Aspekte stark zu machen und jene, die GWG-Strich sind, also wo es wirklich darum geht, dass Kapitalakkumulation stattfindet, die zurückzudrängen. Und da sind wir in einer historisch, aus meiner Sicht, neuen Situation. In unseren Ländern, in den hochentwickelten Ländern. Und da komme ich zur anderen Frage. Also genau, das hieße Bruch mit kapitalistischem Wachstumszwang, das war die Frage. Eigentumsfragen zu stellen, die Investitionsverfügung zu politisieren. Wer verfügt über die Investition? Wer kann wie Geld einsammeln? Entscheidet, es bleibt auf den Finanzmärkten, es geht in Realinvestitionen, wie auch immer. Es geht um die Frage der staatlichen Finanzierung. Was ist ein Steuersystem, was nicht davon abhängt, dass die kapitalistische Ökonomie wächst und gedeiht, sondern dass wir eine gute Ökonomie haben, da wird es auch privatwirtschaftliche Anteile geben, aber dass der enorme Druck weggenommen wird, bestimmte Gruppen, bestimmte Investoren, bestimmte Interessen dominieren die Ökonomie. Letzter Punkt, Bruch mit dem kapitalistischen Wachstumszwang. Wenn wir mal ein Modell machen, jedes Jahr gibt es einen Produktivitätszuwachs von 2%. Das heißt, es muss 2% wachsen, sagen viele Gewerkschaften. Wir müssen ja 2% wachsen, sonst haben wir Arbeitslosigkeit bei 2% Produktivitätsfortschritt. Und da wäre eine Antwort zu sagen, nein, die Erwerbsarbeit muss umorganisiert werden. Also raus aus dem kapitalistischen Wachstumszwang heißt Arbeitszeitverkürzung, heißt andere Formen Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit ins Verhältnis zu stellen. Und das ist ein riesiges Feld, wo es ja auch einen Diskussionsstand gibt und wir würden aus der Wachstumsmaschinerie rauskommen. Letzter Punkt. Schwellenländer. Mein Punkt war ja gerade nicht, ihr dürft nicht. Also es ist natürlich immer schwierig, wenn man über so riesige Bereiche spricht. Ihr. Mein Punkt war, es war ja eher so ein Ausblick, genauer hinzuschauen, was die Ansatzpunkte sind, in Schwellenländern oder in anderen Ländern Wachstum zu problematisieren und nicht zu sagen, China ist halt jetzt seit 20 Jahren das Powerhouse der Welt und das ist gut so. Und die Umweltschäden, die kaputten Bronchien der Kinder in Peking und Umland sind ein Kollateralschaden des Wachstumsmodells. Sondern zu fragen, an welchen historischen Punkten sind bestimmte Entscheidungen getroffen worden. Die berühmte Entscheidung des ZKs, der Kommunistischen Partei, 1980, wir wollen die Mobilität stark erhöhen und die Mobilitätserhöhung findet über Automobilisierung statt. Das ist ja eine politische Entscheidung. Auch 1980 gab es Züge, vielleicht noch keine ICEs oder so, aber es gab Züge. Ja. Also das sind doch Entscheidungen zu fragen, was sind heute die Muster, in China ein anderes Wohlstandsmodell zu schaffen. Also es geht mir gar nicht darum, hier jetzt den von oben, von globalen Blick, was muss China machen, das wäre viel zu viel, sondern gibt es überhaupt in China relevante Diskussionen,
die es gar nicht so viel gibt. Ich war letzten April in China auf einer Vortragsreise und habe mich da mit Leuten eher aus dem kritischen Spektrum getroffen. So viel ist es gar nicht. Aber trotzdem hinzuschauen, was gibt es denn da für Diskussionen, dass nicht der Smog im Nordchina zum Kollateralschaden wird, sondern dass das ein epochales Problem ist, ein Zivilisationsproblem. Das bringt eine Zivilisation in Gefahr, wenn in China ganze Generationen krank werden und früher sterben werden und keine Lebenserwartung haben. Und damit umzugehen, das wäre so mit dem Süden. Ich habe es ein bisschen groß gemacht in meiner Vorstellung, aber das wäre sozusagen meine Perspektive. Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.